wir haben diese zwei Fächer, also Rechnungswesen und Übungsfirmen. Da lernen wir halt so zum Beispiel, was der Unterschied zwischen Kredit und Leasing ist und was man als Konsumentin für Rechte hat. Wir werden da meistens einmal mit der neuesten Software und neuesten EDV-Sachen unterstützt. Das H+ steht dafür, dass wir unsere Social-Media-Seiten gestalten können. Im ersten Jahr haben wir die Fremdsprache Englisch. Das ist auch einer unserer wichtigsten Sprachen. Wir stärken auch sehr oder verbessern dadurch auch sehr unsere Deutschkenntnisse. Und die englische Sprache ist auch unsere wichtigste Sprache in dieser Ausbildung der dreijährigen H+.